Spargel brauchen leichte, sandige Böden und eine gewisse Wärme zum Wachsen. Die ersten Spargel, die bei uns erhältlich sind, kommen darum aus Südspanien, wo der Frühling schon weiter fortgeschritten ist. Das Ernten der weißen Spargel ist recht aufwendig. Sie wachsen unter dem Boden und nach dem Stechen muss man sie von Hand sortieren, waschen und bündeln. Trotzdem kann man sie bei uns jetzt günstig kaufen. Auch die Kinder warten auf den Frühling. Zwar nicht direkt wegen der Spargel, aber wegen den neuen Spielzeugen von Coop. Mehr dazu dann etwas später. Zuerst darf ich jetzt einen Gast begrüßen. Auch er spielt gerne, aber am liebsten auf ganz einer grossen Bühne. Herzlich willkommen, Charles Lewinsky. Grüezi, Herr Lewinsky. Herr Lewinsky, nach der erfolgreichen Sitcom «Fast eine Familie» haben Sie in den letzten zwei Jahren zusammen mit dem Komponist Markus Schönholzer ein neues Musical geschrieben. Es heisst «Deep». Was ist das Besondere an diesem Musical? Das Ungewöhnliche an dieser Geschichte ist, dass alles unter Wasser spielt. Eben «Deep», tief unten im Meer. Entsprechend kommen da keine Menschen vor, sondern nur Tiere, Fisch und Krabben und Kraken und anderes Getier. Wir freuen uns jetzt schon auf das unvergessliche Erlebnis für Erwachsene und Kinder. Das Musical «Deep» hat morgen auf dem Maga-Areal in Zürich Premiere und wird von Coop als Hauptsponsor unterstützt. Herzlichen Dank, Charles Lewinsky. Jetzt interessiert uns aber eine andere Kunst, nämlich Kochkunst vom Andy. Er präsentiert uns ein Spargelgericht. Richtig, und zwar machen wir Spargel mit Rauchlachs an einer Orangensauce. Grüß euch miteinander. Ausgewählter Blätterteig in Streifen schneiden oder mit einem beliebigen Förmchen ausstechen. Dann im vorgeheizten Ofen goldbraun backen. Die weißen Spargel wie gern grosszügig schälen und im Salzwasser mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitronenscheu, Butterflöckchen. Je nach Größe und Dicke ca. 15 bis 25 Minuten ziehen. Für die Soße eine fein gehackte Schalotte in Butter kurz andämpfen, abgerippene Orangenschalen dazugeben mit Orangenschü, Weisswein und Bouillon ablöschen. Das Ganze um die Hälfte einkochen. Soße halber Arm dazugeben, nochmal aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmücken. Die Spargel anrichten, ein bisschen Soße drüber geben und mit Lachsstreifen und 1 bis 2 Fäuste garnieren. Jetzt sofort servieren, solange alles noch schön warm ist. Und die Soße separat dazugeben. Auch das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Besten Dank, Andy. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet: Woher kommen die Spargel, die Coop Ihnen diese Woche zum Aktionspreis offeriert? Aus dem Wallis, aus Spanien oder aus Kalifornien? Und die richtige Antwort heisst Spanien. Als Preis gibt es 2 Tagespässe für die Expo 02, inklusive der Verpflegung im Restaurant Bio Tavola. Und die Gewinnerin ist Michelle Andres. Herzliche Gratulation. Danke vielmals. Merci vielmals. Darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders natürlich bei Ihnen, Charles Lewinsky, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Vielen Dank. Auch Sie daheim können heute wieder gewinnen beim neuen Expo 02 Spiel aus der Coop-Zeitung. Ermöglicht von folgenden Sponsoren: Everyday Fruchtgetränk, Thai Kitchen Coconut Milk, Emmy Milchreis, Coop Naturaplan Vollmilch und Coop Naturaplan Mini Gemüseröste. Zu gewinnen gibt es auch hier Tageskarten für die Expo 02 und Gutschein für das Coop Restaurant Bio Tavola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also. Wenn die Ostern so früh ist wie in diesem Jahr, dann freut das vor allem die Kinder, weil dann nämlich auch der Osterhass früher kommt und hoffentlich ein schönes Geschenk aus der Coop-Spielwarenabteilung bringt. Thank you.
Und hier gerade nochmal ein Geschenktipp von Interdiscount. Dort bekommen Sie den Intersound Radiorekorder MCD 80 mit CD-Spieler, Analog-Tuning und Superbass-System jetzt 60 Franken günstiger. Das war es für heute. In einer Woche stellen wir Ihnen schöne neue Velo aus dem Bau und Hobby vor. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.